Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Hitler mit allem aus dem Team Pietsmeet und natürlich dem Dalukat und dem Mikler. Und bevor es losgeht, wie immer, die Anzeige, wer was ist. Wer es nicht sehen will, schaut bitte weg in 3, 2, 1, jetzt. Das wird echt schwer, die New Game, wie heißt das, New Life Regel jetzt anzuwenden. Ich bin immer noch ein bisschen salty auf Bram, ey. Ja, das musst du aber sofort wieder vergessen, ja, weil eventuell seid ihr, vielleicht sagst du das jetzt aber so, obwohl ihr beide Faschos seid. Tut er eh nicht. Oh, ja, Peter hat's herausgefunden, leck mich am Arsch. Jace. Kann natürlich Taktik sein. Jay ist manchmal echt fieser. Jay hat sie jetzt auf die andere Seite gesetzt. Ich bin jetzt auf dem anderen Ufer. Okay, ihr habt's alle gesehen, ich danke vielmals. So, ihr könnt wieder schauen. Und wer fängt an? Grün fängt an. Der... Nein, Hustle-Master. Hustle fängt an. Denk doch an, dass du Sepp jetzt überspringst. Nein. Komm her. Oh. Er ist das schön. Den Kram nehmen. Ich wusste doch, die sind beide Faschos, ey. Direkt aufgeflogen hier. Gott, Peter hat schon den Papp auf. Nee, das kann nicht sein. Ja, komm, ich will mit, ja. Oder? Das kann auch nicht sein. Na, ist Bram selbst dagegen? Das wäre okay, alles klar. Nee, ich bin dafür. Ey, Bram, bitte nicht. Bisher sind wir bei Team Jay, Bram und Peter. Ich glaube, dass Jay Bram hier in seinen, wie nennt man das, nicht bei denen, also in die Hölle mit mir weiß. Ziehen. Jay nutzt also, das Bram aus. Ist selber dagegen, Sam ist dagegen, komm schon. Komm. Oh. Ihr seid so Mongos. Ich glaube, Jay nutzt das jetzt aus, diesen Gegner. Ja, ich glaube das nämlich auch. Knallhart nutze ich das jetzt aus. So, du kennst doch Jay, der nutzt sowas sofort. Ja, ist ja richtig sexuell. Eine geile Schlange, ey. Guck mal, da kommt direkt die blaue weg. Ja, zack, zack. Oh, easy peasy. Oh nein! Da war wieder Wookieeper. Nein, wieso schmeißt du den Turm um? Wer hat den denn umgeworfen? Weiß ich. Hab nichts gemacht. Die Schwerkraft. Guck mal, da geht noch eine blaue ins Land. Das ist natürlich wieder toll, ey. Oh. Ja, Mann, echt mal. So ein Arschloch, das. Der Jay, ey. Leck mich am Arsch. Ich glaube, das ist ein Faschus. Ich hatte fünf blaue, jetzt sind leider vier weg. Was hast du dem denn jetzt gegeben? Ich hab ihm die Wahl gelassen. Ja? Weil das heißt, ich will ja. Bram ist entweder liberal oder Hitler bis jetzt. Bram ist auf jeden Fall. Hast du also die blaue abgelegt? Zwei rote, als eine blaue. Als Fascho ergibt es auch manchmal Sinn, die blaue zu legen, wenn man so. Zu Regen? Alter. Das wäre super obvious, wenn du jetzt gleich erstmal eine rote Hände legst. Ja, nächster, ne? Guck mal hier. War ich doch als Adolf wenigstens schon einmal Kanzler. Oh, ist stehen geblieben. Ich hab mich schon einmal Kanzler. Kannst du schon mal Luft schnuppern, Bram? Ist, war Adolf schon mal Kanzler. Warum ist das Spiel jetzt noch nicht gewonnen? Dalu wählen? Wie kommt das zustande? Entweder bist du total geil als Liberaler oder ich fick mich mal. Total. Ich wäre auf beiden Seiten total geil. Wie der mich angerammelt hat da in Köln hinter der Bühne, ey, das war unglaublich. Ich bin diese Runde übrigens wieder langweilig liberal. Lüge. Also das dauert jetzt wieder so. Selber noch selber nicht gewählt. Oh, keine Lüge, Peter, keine Lüge. So wie gerade warst du liberal, ne? Ja, ja. Hey, Peter, du hast das Gleiche gezogen. Oh Gott, seid ihr schon wieder in ein... Ach, Moment, das letzte Mal war ja gar nicht in einem Team. Ja, letztes Mal war Peter nicht in einem Team. Ey, ich war letztes Mal mit Peter in einem Team. Ich leg mich jetzt einfach mal fest. Bram und Peter sind Fascho. Ich lass das jetzt die ganze Zeit so. Aber ich bin nicht Fascho. Ah, ja, ja. Boah, ja. Lauf, okay. Alter. Juch, Alter, die Liberalen gewinnen gerade. Dalu Hitler. Dalu Hitler. Hat Dalu die Wahl gelassen. Er hatte mir die Wahl gelassen, Leute. Nein. Ah. Okay, das heißt. Dalu Hitler, Sepp Fascho. Entweder ist Dalu Hitler und Sepp Fascho oder Bram Hitler und Jay Fascho. Also einer von denen, die schon gespielt haben, ist Hitler oder Fascho. Ja, das stimmt echt, wenn zwei Faschos zusammen sind, dann kommt doch auf safe eine Rode, Alter. Zack. Dann kommt immer oder? Das, er hatte keine Wahl. Nein! Doch, er hatte keine Wahl. Ich hatte drei Rote gezogen. Ich hab drei Rote ja, gezogen. Ja, kann man nichts machen. Ja, deswegen, also... Was ist das denn jetzt? Mikkel... Mikkel will sich zum Kanzler bestellen. Nee, aber warte mal, die Päckchen müssen noch umgelegt werden. Ja, stimmt. Da gebe ich ein Ja für, oder Mikkel bestellt. Das ist aber liebevoll. Ey, was ist das denn jetzt? Da will ich doch gerne Kanzler. Das heißt, wir... Moment, heißt jetzt Mikkel und ich in einem Team? Weil Jay bisher nichts Verkehrtes gemacht hat. Das ist ja in der ersten Runde... Das ist blau eine schlechte Lösung, gelegt. Weil ich habe auch noch nichts verkehrt. Vor allen Dingen, ich habe auch noch nichts gemacht. Du hast doch gar nichts gemacht. Ja, die Leute, die bisher gespielt haben. Ich bin dagegen. Das ist echt kacke. Ich hätte ja eher Bram genommen, aber wenn da du so krass dagegen bist. Ja, weil in der ersten Runde und in der zweiten Runde, wer macht denn auch schon was falsch? Das ist ja, deswegen können wir jetzt weiter. Nee, Peter, du musst. Fuck, ich habe falsch gewählt.
Dalu, wieso bist du denn jetzt so gegen Jay? Ja, weil Jay natürlich in der ersten Runde da eine blaue hinlegt. Ja, du würdest dann natürlich auch eine blaue hinlegen. Ja, aber da würde ich aber trotzdem nicht nochmal gewählt werden. Das ist doch fake, Wickel. Du willst dich auch nochmal gewählt, wenn du als erstes dann gewesen wärst. Verstehe ich. Also, ob das jetzt fake ist, weiß ich. Also. Ganz ehrlich, wir sind doch schon voll häufig nach der Regel gegangen, okay, die waren bei Blauen mit dabei. Aber ja, nichts anderes ist das. Nichts anderes ist das. Was ist da los? Also ich verstehe die Skepsis. Ey, was ist denn hier los? Ey, was shootet denn alle gegen mich? Dalu, Bram und Chris, ey. Das hat nichts mit dir zu tun, Jay. Haben wir ein Fascho-Eck heute, oder was? Ich hätte gerne am Spiel teilgenommen. Deswegen drückst du Nein? Ja. Weil ich da nichts, ich kann doch gar nichts dafür. So klappt das nicht. Mega witzig, wenn jetzt genau die drei Faschos sein gewesen hätten. Aber wir werden mal weiter schauen. Das müsstest du noch wissen, Peter. Wieso hast du denn noch Nein gewählt? Hier hast du nicht Nein gewählt? Nee, Dalu und Christian haben noch Nein gewählt. Ihr drei habt Nein. Hier die Ecke. Wir drei sind Fascho. Die Kurve. Ich bin Hitler, hab ich doch gesagt schon. Ich hab doch gesagt, ja, okay, Hitler weiß klar. Auch mal Panzer. Hitler weiß auch mal Panzer. Ja, also, tut mir leid, keine andere Wahl hatte ich. Eine von den beiden Blauen. Ja, los, blame bekommen. Okay, von, dich kann man nicht blamen, Mikl, aber jetzt hast du ihm nicht die Wahl gegeben. Nee, wollte ich auch nicht. Ich will einfach die Blauen hier pushen. Was jetzt gibst du ihm gewonnen? Aber den Status, dass er 100%ig safe ist. Nein, wir wissen doch immer noch nicht, ob er safe ist. Aber Hauptsache, da liegt eine blaue mehr. Aber Dalu, das ist aber gar nicht schlimm, weil da liegen so wenig Rote, das hat bisher. Ja, aber das Problem ist, wir wissen nichts bis jetzt. Ja, und? Genau, das Problem ist, ich habe einmal wohl Bram die Wahl gelassen und ich habe eine blaue gelesen. Du hattest keine Wahl, war gezwungen. Ja gut, aber ich habe einmal immerhin die Wahl gelassen. Also Jay hat gerade überhaupt nichts gewonnen oder so. Er hat mehr gemacht als Jay hat überhaupt nichts gewonnen, aber es war eine Runde mehr Richtung Sieg. So, jeder, das jetzt war alles. Das sehe ich würde, ein, Mikkel. Wäre tatsächlich, wenn du mich legst, weil jetzt kommen relativ safe Rote und da ich bisher am Spiel sowieso noch nichts getan habe, kannst du mich quasi dafür rausnehmen. Möchtest du gerne Rote? Ehrlich gesagt würde ich am liebsten Bram wählen. Ich erkläre euch ganz kurz, warum. Ja, natürlich, Sepp, weil diejenigen, die bisher blau gelegt haben, werden Peter, jetzt quasi gezwungen, so rot zu legen. Das ist dir bewusst, oder? Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn blau kommt, würdest du auf jeden Fall eine blaue legen. Ach so, ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass eine blaue kommt. Hier stinkt was ganz gewaltig an dem Tisch. Nee, weil also ich habe halt die Vermutung, dass du tatsächlich Hitler bist. Also das sind bei 8 Karten. Und als Hitler würdest du auf jeden Fall blau legen, wenn du eine blaue bekommst. Das sind doch bei 8 Karten nur noch 2 blaue. Ja, ich habe auch schon gesagt, dass ich Hitler bin. Ja, deswegen. Ja. Deswegen, ja, dann, wenn du. Deswegen kannst dann du wähl den doch nicht. Ja, dann kann er sich doch noch proven. Nee, ist doch gut, dann haben wir 4 blaue, Alter. Ich glaube nicht, dass jetzt so die blaue kommt, Junge, weil bei 8 Karten, da sind nur noch 2 blaue drin. Da wird jetzt nicht safe eine blaue. Es muss nein, safe was. Kommt noch nicht einer, aber wenn es, eine kommt, es kann nur eine sicher, blaue dass Bram kommen, eine legt. Wenn ihr beide seid. Wenn der rot liegt, ist der von dem im Sack. Ja, wenn ich ihm eine blaue gebe und der eine rote legt, dann haben wir natürlich Stress. Wenn ich jetzt tatsächlich drei rote ziehe, bin ich sowieso am Arsch, weil ich sowieso der Gefickte jetzt dran ist. Deswegen meinte ich ja, Peter, ob du nicht mich wählen willst, weil ich halt bisher auch noch nichts habe. Ja, aber dann wäre ich genauso am Arsch, wenn drei rote kommen, aber bei Bram bin ich sicherer, dass der eine blaue legt. Nee, ich bin sicherer, dass Bram eine blaue legt als du, weil ich von dir noch gar nichts gehört habe. Ich bin dagegen. Ich glaube nicht, also dann bist du im Team Bram. Okay, selbst dagegen. Interessant. Dalukat, wie denkst du denn darüber? Ich finde das komisch. In dem Moment bin ich jetzt der Meinung, dass auf jeden Fall rot kommt. 100%. Ja, ganz ehrlich, wenn ich es hätte schaffen können, hätte ich Jay gewählt. Bram hat eine blaue gewählt. Bram hat eine blaue gewählt. Aus meiner Sicht gelegt. Sind halt einige Generale bisher dabei und du halt noch nicht. Ja, okay. Ich finde Peters Argumentation sehr klug. Wenn du vielleicht Fascho bist, möchtest du dich als Hitler zu erkennen geben und wählst erstmal Bram. Und einer von den beiden ist Fascho. Der würde doch nicht als. Das macht überhaupt keinen Sinn, Sebastian. Peter wird doch nicht zu Bram sagen, du bist Hitler, deswegen wähle ich dich jetzt und ich werde dich jetzt zu erkennen geben. Obwohl er schon offensichtlich gesagt hat, dass Bram Hitler ist. Also erkennen geben, du hast nicht richtig. Du hast nicht richtig Hitler, aber das bei mir im Team. Mikkel, da können wir eh nichts mehr machen, was den Vote jetzt angeht. Es kommt so oder so rot. Ja, eben. Also das kann natürlich ich finde die Argumentation von Peter Sache, klug. Wie blau kommen kann, ist, wenn so drei blaue gezogen werden. Wenn jetzt nein votet, ja, in der nächsten Runde kommt der gleiche Prinzip raus. Jetzt kommt auf jeden Fall eine rote. Ja. Ich glaube nicht, dass da eine blaue jetzt okay. Wirklich. Es muss ja nur einer Fascho sein, damit jetzt auf jeden Fall rot kommt. Das ist eh der Fall. Drei blaue ist das Einzige, was geht. Die Erklärung wenn heißt, es muss einer Fascho sein. Das heißt doch nicht, dass jetzt einer davon den Fascho ist. Doch. Nee. Safe. Also ich glaube,
Einer muss. Das kann nicht safe sein. Da sind doch drei. Da können doch jetzt noch drei rote einfach kommen. Ja, aber es ist trotzdem eine Fascho, erinnert ja nicht. Weil halt, ich habe zwei blaue gezogen. Das heißt, es wird hundertprozentig irgendwann. Okay, okay. Ich hatte eine blaue. Ich habe ihm eine blaue gegeben. Ich habe ihm eine blaue gegeben. Ich schwör's auf meine Mutter. Ich habe ihm eine blaue gegeben. Bram ist confirmed Fascho. Am Arsch, Junge. Ich alles klar. Blauen, wie unerwartet. Zwei blaue gesorgt. Jetzt bin ich verwirrt. Na, Jay, glaubst du mir jetzt? Passiert? Zwei blaue okay, gesorgt. Okay, so wird's immerhin interessant. Ich habe ihm gerade eine rote und eine blaue gegeben. Und er hat eine blaue abgelegt, er hat eine rote hingelegt. Ich habe euch gesagt, warum ich ihn wähle. Ich wollte unbedingt eine blaue haben. Und er hat eine blaue abgelegt. Easy. Easy Game jetzt, Leute. Easy. Easy, wir haben Fascho. Ich dachte, jetzt kommt einfach safe eine drei rote. Ich hab's dir gesagt, Jay. Ohne Spaß, ich hätte jetzt echt da weißt du, dass zwei irgendwie, weiß ich nicht was. Ja, umso besser. Jetzt ist alles, jetzt okay. Wir haben als Fascho, das Spiel ist einfach gar geworden. Nichts ist nee, da jetzt, du bist hat sich nichts geändert. Und Spaß, ich hab die erste Karte direkt weggelegt, bevor ich die von dir habe, die zweite. Ist klar, Brami. Ist halt so. Dave. Ja, du hast die blaue direkt weggelegt, bevor die zweite. Ja, hat er auch. Nee, ich hab direkt die rote weggelegt. Direkt die blaue weggelegt. Das wird jetzt ein anstrengendes Spiel für uns beide. Das wird für alle ein anstrengendes Spiel, weil dann beide versaut. Weil beide ist nicht klar. Das heißt, wir müssen beide lauter werden. Ja, da ganz schön Schiss bekommen, ey, der Junge. Drei blaue Spiele. Mittlerweile glaube ich dann, dass Jay liberal ist, weil er darauf. Aha! Ja, weil du damit gerechnet hast, deswegen. Das war so offensichtlich. Dalu! Sind wir jetzt plötzlich Freunde? Und ich war dagegen. Ist ja wunderbar. Ich wusste, dass das passiert. Ja, aber es war ja, das war ja immer passiert. Wir haben ja jetzt momentan, also ich glaube, Ram und Peter sind, glaube ich, nicht im gleichen Team, oder? Ja, nee, ich glaube, die sind beide Fascho. Man kann, glaube ich, relativ safe sagen, dass keiner von Peter uns beiden Fascho Hitler ist. Peter, wen sollte ich denn als Kanzler nehmen? Warum Peter? Jay. Okay, Dennis, wen sollte ich denn als Kanzler nehmen? Boah. Also im Prinzip, also ganz ehrlich, wir sind uns zumindest alle einig, dass jetzt auf jeden Fall eine rote kommen mit, weil da keine blaue mehr drin ist. Ja, das kann wahrscheinlich sein. Also ist mir das scheißegal. Moment, woher weißt du denn, dass da keine blaue mehr drin ist? Ich wollte gerade sagen, theoretisch kann da eine drin sein. What the fuck? Ja, oder... Dann hast du es gerade eine abgelegt, oder was? Ja, er hat gerade eine abgelegt. Das ist voll Bullshit. Ich hatte zwei blaue vorhin. Es muss auf jeden Fall drei rote kommen. Also kann halt auch, ich weiß ja, genau, es nicht. Weil Jay hat doch die doppelte blaue abgelegt. Ich hatte auf jeden Fall zwei blaue, also das ist... Ja, aber Bram, das hätte doch sein können, dass ich drei rote gezogen habe. Ja, kann natürlich sein. Aber komischerweise wusste Bram, kann natürlich dass er jetzt eine auch abgelegt hat. Das ist natürlich interessant. Da können jetzt drei rote sein. Oder du hast gerade die blaue weggelegt. Das heißt, jetzt kommen drei rote. Also es müssten höchst... Ja, also es hätte aber sein können, dass da eine blaue drin ist, wenn du nicht safe gewusst hättest, dass da... Okay, Dalu, du deckst Bram. Wenn jetzt safe drei rote kommen, würde ich halt ungern jemanden wählen, der relativ bestätigt ist. Also die Sache ist halt die... Egal, das ist vollkommen egal, Christian. Halt jetzt keine Rolle. Pass auf, ich würde jetzt ungern... Also Jay ist ja bei Blau immer ganz gut dabei gewesen. Ich würde jetzt ungern Jay als Kanzler nehmen, weil... Das ist, du kannst mich als Kanzler nehmen. Das ist vollkommen egal, ja, wenn ich eine rote lege. Also das wird mich jetzt nicht anders irgendwie proven. Du kannst meinetwegen auch jemand anderen nehmen. Scheißegal. Ja, aber die Problematik ist, dass Jay dann weg wäre, wenn er eine blaue legen könnte. Beispielsweise... Gleich, oder was? Ja, okay. Das ist ein Argument. Da ist keine blaue mehr drin, dann aber nicht aus dem Gedanken Grund, machen über das Checken. Das dann ist nimm, viel wichtiger. Dann würde ich tatsächlich. Ich würde Mikkel gar nicht gecheckt, Sepp. Ich würde Mikkel nehmen. Klar wird jetzt gecheckt, wenn eine rote kommt. Ja, aber da können wir uns das doch ist viel wichtiger. Christian, das Argument war nicht klug. Nein, ich würde Mikkel nehmen. Ich frage, wer darf checken? Darf Christian checken? Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Wieso sollst du Christian nicht checken sollen? Also Christian hat ja noch nichts gemacht, ne? Da bin ich halt Wir sollten Bram checken lassen. Ich würde tatsächlich gerne entweder Bram oder Peter checken. Bram sollte checken können. Und ich würde abstimmen lassen, wen checken, ich checken darf. Noch mehr rumgeschreien kommen, ich würde gleich abstimmen lassen, wen ich checken darf. Und zwar würde ich mich aber gerne zwischen Peter oder Bram entscheiden müssen. Ja, okay, von aber mir ich also würde Moment. Checken, ja, die beiden sind auf keinen Fall im gleichen Team. Das ist richtig, aber da kommt es dann eigentlich nur drauf an, in welchem Team du bist, damit ihr den zwei. Ja, Leuten aber die Information bekomme ich gleich im Zweifel. Also, wenn der Bram checkt und sagt, der ist liberal, weil jetzt willst du dann zwei Leute ans Bein pinkeln und. Ja, von mir aus mache ich das. Doch, bin ich motiviert hier. Peter ist gerade. Peter macht sie alle. Peter ist gerade wie so ein kleiner Hund, ey. Also, ohne Witz! Ich will gerne checken, dann will ich Peter checken wollen. Ja, das wäre das Beste, was es gibt. Niemals Bram checken, doch, ohne Scheiß. Nicht auf dem Peter. Wie blöd das wäre, wir sind doch eh schon gegeneinander. Ich weiß wenigstens, dass Dalu checken. Lass doch einfach erstmal wählen, ob ja oder nein. Lass doch mal Nein stimmen, lass Dalu checken. Das ist gut.
Ich bin für Dalu checken. Bram, ich hab schon gelegt. Also ich bin für Christian. Ich hab leider auch schon gelegt. Aber von mir aus lass Jay checken. Ja, ist das scheiße, ja. Warum denn nicht Christian? Christian hat im Spiel noch keinen Eingriff hatte. Bei dem ja, und? Aber Jay ist halt schon sehr liberal. Ja, das ist richtig. Aber Sepp, guter Einwand. Ich merke mir das. Ich hab mir das noch vielleicht, gemerkt. Vielleicht müssen wir ja gar nicht checken. Mal gucken. Also das Problem ist, wenn jetzt... Also jetzt doch, der Bram hat ja eine blaue abgelegt. Wir müssen auf und Christian kann jetzt gelegt, eigentlich die Rollen tauschen. Ja, wobei, wie viele sind da insgesamt an Blauen drin? Da könnte auch jetzt eine blaue bei sein. Ja, theoretisch. Wenn Peter gerade Bram verarscht hat, unter der Prämisse natürlich. Unter der Prämisse. Sechs blaue Karten sind da drin. Wie viele sind schon confirmed abgelegt worden? Fünf. Wieso? Ja, Bram könnte ja auch 3-2 Rote tatsächlich voll. Okay. Alles klar. Never mind. Guck mal, Mikkel hat keine Wahl gehabt und müssen wir jetzt mischen? Ja, wir müssen mischen. Ja, ihr müsst mischen. Aber Moment, du musst die eine Karte, die Mikkel draufgelegt hat, voll runternehmen. Okay. Ja, das stimmt. Ich blaue. Und angucken. Nein, nicht angucken. Nein, jetzt kein Mist. Die blaue da, ey, die könnten wir gut gebrauchen. Ich weiß, dass das keine blaue ist. So. Sonst hätte Mikkel sich schon beschwert. Mich oder Bram? Oder sonst was. Das weiß ich nicht. Ich würde mal zur Wahl stellen. Dalo, was denkst du denn? Ich würde mich gerne zwischen Bram oder Peter entscheiden. Genau, und das finde ich warum macht nicht also das, die Idee an sich ist gut, aber das Ergebnis ist irrelevant, weil das du könntest die Rollen wechseln. Ja, aber das ist bei jedem. Pass auf, Dalo, das ist aber bei jedem relativ irrelevant. Außer einer von den beiden weiß dann halt, dass er einen bei sich im Team hat. Deswegen hätte ich ja Bram checken deswegen lassen. Deswegen ist das relativ egal. Aber dann nicht Peter. So. Nimm einfach Peter und mich aus deiner Gedanken Bram... raus. Und ja, aber was sagt er dann? Wollt jemand anders? Dann nein! Hast du, dann nein! Auf jeden Fall einfach nur von mir aus mich. Ich will meinen liberalen Kollegen dann auf der Seite haben. Das Wichtigste ist hier, dass sich die Fronten klären und die Faschisten auf. Schon mal dran gedacht, dass Christian vielleicht nicht liberal ist und dann sagt, dass du der Fascho bist und schon haben wir auf einmal zwei. Ja, okay, dann weiß ich aber zumindest zwei Faschos safe. Ja, aber nur du weißt das. Nur du! Ja, und dann muss ich versuchen, euch zu überzeugen, aber okay. Das ist doch keine Option, da kannst du doch lieber uns beide. Ist doch viel besser. Nein, wie dumm ist das denn? Nee. Ich nehme euch auf keinen Fall raus. Check Peter oder Bram, einen von den beiden. Ja, ist ja auch richtig so. Ich bin nämlich einfach der Meinung, dass Sepp liberal ist und dann hätten wir nämlich vier. Ich will. Wer ist denn dann der vierte? Jay. Das funktioniert nicht, ich bin auch einer. Ja. Ja, du warst ja mitgezählt. Okay, dann sind Bram und ich beide Faschos. Wie soll dann, das funktionieren? Dann wären die beides Faschos. Naja, das wäre Quatsch. Das funktioniert nicht. Es ist total egal. Wen denn, die wen greifen sich als Faschos gerade gegenseitig an. Also es ist vollkommen logisch. Keine andere also wird einer safe. Irgendeiner wird gleich auf jeden Fall egal sein. Außer vielleicht ist Christian mit einem von den beiden im Faschoteam. Ja, dann das sollte, kann natürlich sein. Dann sollte sein. Er entweder Bram oder Peter checken und wir gucken einfach mal, wie sie reagieren. Ich würde nur gerne wissen, ob ich Peter checken soll oder den. Check mal Bram. Ja, Bram, gib mal. Ja, checken wir mich. Ja, ist das okay, Peter? Kannst du damit leben? Ich kann damit leben. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich bin jetzt mega gespannt. Ich bin jetzt mega gespannt. Das Problem ist, wenn Peter sich geirrt hat. Geirrt? Ich hab mich verguckt. Das Geile ist, Peter hat sich nicht geirrt. Bram ist Fascho. Ja, sag ich ja! Bram ist Fascho. Ja, klar! Das war die Totenkopfkarte, die rote. Ja. Das war die Totenkopfkarte. Am Arsch, ohne Spaß. Am Arsch. Ihr beiden, weißt ihr, genau deswegen wollte ich das machen, denn jetzt ist Bram richtig am Arsch. Ja, da kannst du ruhig ein bisschen rumknacken, wenn du das möchtest. Ja, da kann ich. Ja, das ist richtig, Peter ist nämlich liberal. Das ist schwer zu sagen. Ja, jetzt haben die zwei Faschos gegenseitig gedeckt. Nice. Nee, aber jetzt weiß ich zumindest, dass ich Christian trauen kann. Und du bist richtig am Sack, das ist voll geil. Und jetzt versucht er dagegen anzureden. Das ist schon witzig. Trau ruhig Christian, trau ruhig gegenseitig, ist mir egal. Ihr beiden. Also. Unabhängig davon bin ich dafür, dass wir, sobald wir noch eine rote haben, keiner von den dreien Kanzler wird. Das, Problem, das ist ein Problematik, Peter kann, das ist echt Peter ein Problem, weil, ja, ich kann, dich, kann sein, dass, also die Theorie kann sein, dass Brammen tatsächlich Fascho ist, ja, dann seid ihr beiden liberal, oder ihr beiden spielt halt zusammen und einer von euch könnte vielleicht sogar noch Hitler sein und denkt jetzt, ihr seid liberal und dadurch wählen wir euch jetzt. Oder die wählen also, ich will halt, wenn du uns rausnimmst, nur ganz kurz, wenn du uns rausnimmst, zwei Liberale nicht mehr dabei. Ich will euch nicht, nein, ich will euch nicht jetzt rausnehmen, ich will euch nur als Kanzler ab der nächsten roten Karte rausnehmen. Als Kanzler. Das könnte ein großer Fehler sein. Dann erhöhst du die Chance, dass Hitler gewählt
wählt. Aber ich würde trotzdem. Ja, okay, ich würde. Okay, aber wenn du das auf deine Kappe nimmst, ist okay. Das nehme ich auf meine Kappe. Kann er ja für sich entscheiden. Das nehme ich auf meine Kappe. Du hast bisher aber doch nur deine eigenen Anhaltspunkte. Und bisher ist doch im Spiel das passiert, das angeblich, ja. Aber ich verstehe, Jay. Dennis eine blaue abgelegt hat, Peter am Rumschreien war, wie am Spieß. Und Bram ist als. Also, ich habe zumindest eine Faschokarte gehabt, rein theoretisch. Und dann keinen von uns dreien zum Kanzler wählen. Das ist doch die Chance, dass einer von euch dann Hitler ist. Nein, wir müssen einfach jetzt noch Leute bestätigen. Also richtig. Für mich sind ja Sepp und Jay bestätigt. Das ist ja das Schlimme. Wir dürfen Bram jetzt auf jeden Fall nicht wählen. Weil dann wären wir fünf, Jay, verstehst du? Das meine ich. Ich bin mal gespannt. Ja, lass mal weitermachen. Dennis ist. Ja, dann gibt es jetzt so eine sinnvolle Sache, wa? Ja, dich nicht zu wählen. Nee. Ja, da bin ich definitiv Dennis will Peter in die Scheiße reiten, da habe ich keinen Bock. Ja, da kriege ich ja eh nur rote Karten, als wenn ich da noch Bock habe. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, natürlich. Nee, Bram. Irgendeiner von euch beiden wird auf jeden Fall die blaue Karte. Das wäre doch viel klüger gewesen, jemanden zu nehmen, den also selbst, der mit dir liberal und mit dir zusammen die blaue zu legen. Anstatt also selbst wenn Bram liberal eine rote legen, ja, und dann würdest du nämlich... Ja, natürlich! Es ist doch viel sinnvoller, die blauen dahin zu bekommen. Selbst wenn du liberal bist, schlägst du doch nicht den aus dem Gegnerteam vor. Also einer wird auf jeden Fall... Diese Wahl bringt überhaupt nichts, außer nur... Ja, deswegen! Das hat keinen Sinn gemacht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, was du da gemacht hast, Dennis. Doch, macht es. Erklär. Nee. Das ist relativ Sinn. Pass auf. Christian und Peter, für mich Faschos sind, ist ja klar. Sind im gegnerischen Team von dir, ja. Gut, da muss ich ja nicht weiter erklären. Ja. Ja? Das heißt, einer von den beiden ist Adolf. Ja. Und der andere ist Fascho. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt Peter wähle und der legt eine rote, dann und wenn ich ihm eine blaue gebe, dann ist der für mich von den beiden der Fascho. Und der andere ist für mich der Hitler. Aber wir könnten doch theoretisch beide Faschos sein. Und safe kommt dann in deiner Perspektive eine rote. Also safe, du willst doch niemals da eine rote liegen haben. Ja doch. Also ich will da keine rote liegen haben. Genau, aber Adolf wird halt eine blaue legen. Warum denn? Nein, mittlerweile glaube ich. Glaubt sowieso. Der wird einfach zwei rote legen und sagen, er hat eine rote von dir bekommen. Du sagst sowieso, ihr Peter ist voll der Arsch und hat genau das Falsche gelegt. Selbst wenn der eine blaue legt. Also das war jetzt wirklich taktisch unklug, mich zu wählen. Wenn also, Peter das eine blaue liegt, dann ist der halt Adolf. Und da liegt das wird sowieso... Das ist einfach ein Nein und fertig ist die Kiste. Ist die Kiste, du konntest daraus super viel lesen, Jay. Ja, konnte danke. Na, Dalu? Ja, ist eh schon Nein. Ich habe auch ein Nein. Aber er hat mich nur interessiert. Moment, wer hat Ja gewählt? Bram. Moment, was soll das heißen, Christian? Selbst die anderen Fascho-Leute haben Nein gewählt. Ja, richtig. Selbst die Faschos fanden das. Das wäre jetzt auch interessant. Aber selbst die haben gemerkt, scheiße, wir müssen den abstoßen, der spielt scheiße. Ja. Okay, weiter im Text. Ich bin da immer noch nicht sicher. Also ja, meiner Meinung nach macht das nur Sinn. Da hätte man jetzt super einen Hitler mit konfirmiert. Die Wahl ist nicht zustande gekommen. Wir hätten aber beide Fascho sein können übrigens. Es ist aus deiner Perspektive, dann wär's ja voll. Ich will aber. Jetzt ist es mir scheiße. Ich würde Nein wählen oder Jay nehmen. Ich hätte tatsächlich. Jay genommen. Ja, aber was einen ist, von wenn. Den Oberen genommen, ich bin mir auch der Meinung, also von Christian sicher, oder Peter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jay zwar liberal ist, aber er ist gleich nochmal dran. Ja, ich muss nichts riskieren. Ach so. Ja, wobei, aber der wäre auch dran als Kanzler. Ne? Ja, aber was ist, wenn jetzt. Irgendwie war ja eh neu gemischt, wo drei Rote kommen und so weiter. Und dann ändert sich irgendwie das Vertrauensverhältnis, whatever. Deswegen. Was denn Sepp ist soll denn Sepp? Sepp ist eh safe aus meiner Perspektive. Der hat gerade so krass gegen Bram geshootet. Ich habe nur ein bisschen Sorge vor Dalukat, weil der immer am Anfang versucht hat, den in Schutz zu nehmen. Ich wollte es dir immer erklären, was ich gesagt habe. Ich wollte ihn nicht in Schutz nehmen, sondern das erklären, warum es eigentlich gut war, was er gesagt hat. Welche Rolle er jetzt eingenommen war, relativ. Wir haben alle gelegt, oder? Du kannst zumindest davon ausgehen, dass wenn Dalu auch Fascho wäre, Sepp Hitler sein könnte, weil der würde nicht eine Runde vorher den zum Kanzler wählen wollen. Ja, ich bin mittlerweile ziemlich, also Christian, so wie der gerade reagiert hat, bin ich ziemlich sicher, dass er auch liberal ist. Aus meiner Sicht... Oder der ist guter Teams. Hitler, Peter. Aus meiner Sicht gibt es zwei Teams. Entweder Christian, Peter und Mikkel. Oder Bram, Dalu und Jay. Wieso ist Mikkel denn jetzt hier irgendwie auf unserer Seite? Die Weil Konversation Mikkel hat aber nicht einmal vorhin so einen doofen Kommentar beiläufig zu euch beiden gemacht hat. Wisst ihr? Guck mal, das heißt, Sepp, du denkst, ich habe beleidigt und deswegen bin ich liberal. Bin. Und ich hier in die Scheiße geritten werde. Lass dich für Bram nicht bequatschen. Das ist die Option. Meint ihr, die steht? Die ist ja auch logisch. Aber du hast gerade ziemliche Scheiße gebaut. Was gut. Selbst wenn du meinst, dass der Zug scheiße war, ändert da nichts daran, dass ich hier voll in die Scheiße geritten werde von zwei Leuten. Ja, mein Problem ist, da sind alle für. Okay, ja, sicher. Das ist mein jetzt ein Problem. Dann ist vielleicht auch scheiße. Dalu ist Fascho? Nee, da was mich jetzt selber Brams Vote zählt eh nicht, der ist eh raus. Bram, kannst du nicht mehr vorher.
Ja, deins zählt noch, aber deins kann man nicht für voll nehmen. Johnny ist nicht so krass auf Bram, finde ich. Ja, stimmt. Ja. Johnny ist auch eher auf der Seite von Peter und Chris. Vielleicht sind das die drei. Nee, ich meinte Johnny Shooter ja. ist so krass gegen dich und Johnny ja, könnte Hitler sein. Das ist jetzt halt richtig kacke, aber dann nehme ich raus. Ich hatte wirklich drei rote, aber das war jetzt... Oh, shit. Das war einfach scheiße. Dafür, nee, ehrlich. Dann bin ich dafür, dass das wir Jay überspringen. Gelaufen. Den kannst du nicht überspringen als Präsident. Nicht überspringen. Der wird, die Runde danach wird auf jeden Fall... Ich werde danach auf jeden Fall präsen. Ja, Moment, du darfst jetzt Präsidenten... Aber... Hey, du darfst... Achso, hast du mir den gegeben? Nein, stopp. Du darfst den Präsidenten... Ja, aber dann Täusch hat ja trotzdem Jay genommen. Zweimal hintereinander kann ich... Ja, deswegen geht es. Nehme ich als Präsi, ich nehme Jay als Dingens, als Kanzler. Wenn du dann aber rot lädst, kannst du schießen. Ja, also ja okay. Ja, das hört sich logisch für mich an. Kannst du mich wählen? Nee, ne? Oh, Peter, wenn du Hitler bist, dann komm ich zu dir und klatsch dir einen. Aber nee, kannst du Peter wählen. Ja, Moment, und wenn wir einfach, ich will jetzt Bram und ihr wählt nein, dann ist das egal, dann ist ja diese Runde hinfällig. Nee, du wählst Bram, du kannst... Nee, der Präsident wählen, wird Dalu? Nicht gewählt, der Präsident wird bestimmt. Ja, aber ja, er bestimmt auch dann den Kanzler, das meine ich. Ich, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Wickel wähle, Dann wäre aus Dennis Sicht mal angenommen, er wäre Fascho, aber nur logisch, dass er dann einen Liberalen vorschlägt und wenn er naja, der wird dann nicht gewählt oder gewählt, ja, Moment. Ist halt kacke. Dann, nee, Moment, Dalu, wen würdest du am ehesten als Kanzler sehen wollen, jetzt wo der nächste Kanzler quasi, wenn er Hitler ist, das Spiel beendet? Ich stehe jetzt in der Bredouille-Sicht, zwei Seiten hier habe. Einmal immer noch die Sache ja mit dir und Christian, aber ich finde, das ist, was passiert ist, ist gut, dass Bram Fascho wäre. Trotzdem glaube ich eigentlich, obwohl Sepp jetzt eine rote legen musste, dass Sepp Jay liberal ist. Und das funktioniert dann von der Anzahl her nicht. Das, okay. Ich hätte eigentlich also, dann immer noch den Twist, dass entweder Sepp oder Mikkel, vielleicht ist Mikkel der Liberale und Sepp nicht, einer von den beiden hier der Gute ist. Deswegen, naja, aber du würdest schon ganz gerne den Jay als Ding. Ich will ihn lieber als Präsident sehen, nicht als Kanzler. Also, weil du Jay nicht hundertprozentig traust. Doch, weil ich Jay hundertprozentig deswegen will ja, ich will nicht. Doch, dann will doch Jay jetzt kannst du nicht aber mir, als, kannst genau. du nicht mir den Präsidenten geben und ich will Jay? Aber wen wählt er dann denn als Kanzler? Wen traust du denn als Kanzler genug? Ich bin eher dafür, dass Peter oder Christian mir proven können, das könnte zu spät dass sie sein, dann liberal schon. Sind. Also ja, ich auch. Keine wenn Ahnung. Du Jay-Präsident machst, was siehst du auch? Nee, pass auf, wenn du Jay-Präsident machst, trust ich halt auch. Wenn der schießt, nicht. Dann habe ich da mehr Vertrauen drin, als wenn Peter oder Chris schießen, weil die schießen beide auf jeden Fall damit. Dann lass Jay nicht schießen. Ich, ja, ich aber das wäre ja total dumm, wenn halt die dich erschießen Sepp. Würden aus deren Sicht. Dann würden sie lieber... Ich möchte einfach nicht schuld sein. Es gibt ja zwei Lager. Es gibt ja Christian und Peter und / Bram. Ja, so als Lager. Nein, nicht zusammen, aber ihr seid zwei... Also wer wo ist, ist mehr... So, das heißt, ich wähle Mikkel und wir wählen vielleicht nein und dann ist Jay Präsident und dann habe ich damit nichts mehr im Hut. Ja, ich wollte ja jetzt auch nicht wählen. Ach, das wollte ich. Das war nicht mein. Ich habe mit ihm nichts mit zu tun. Das heißt, du willst dich komplett aus der Affäre rausziehen und dich nicht von Bram oder mich überzeugen lassen, genau. sondern einfach jemand komplett. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass wir hier schnell noch gewinnen können, ohne dass ich einen Fehler mache, weil ich einfach den Durchblick nicht habe. Das finde ich logisch. Ich hab nicht genug Hintergrundwissen, was ihr halt habt, weil ihr ja die Karten gesehen habt. Und kann ich nicht Jay als Kanzler wählen? Ja, warum willst du mich? Warum willst du eigentlich pass auf, die ganze Zeit jetzt wählen? Meine andere Sache. Wenn du und Jay wählen. Liberal sind und dann aber die Sache kommt, dass Christian und Peter auch liberal sind, geht das auch nicht. Dann hat mich wieder einer angelogen. Deswegen, ich hab keinen Durchblick. Hitler spielt halt liberal, da muss man auch dran denken. Warum will keiner, weder Peter noch Sepp wollen, denken, dass ich Hitler bin? Peter hatte mir am Anfang des Matches hier in der Aufnahme, hat er einen Satz gesagt, den ich halt komisch fand. Deswegen, da hatte Jay und Bram hatten hier rumgespielt und haben irgendeine Karte, ich glaube rot gelegt. Und dann hat einer gesagt, ja, ich glaube, es sind Jay, Peter, Bram. Und dann sagt Peter, ich bin auf gar keinen Fall mit den beiden in einem Team. Hab ich überhaupt nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Direkt, als das passiert ist. Und da, aber okay, das kann vielleicht auch einfach nur so gesagt sein, aber das fand ich halt komisch. Wie kannst du das wissen? Oh Gott. Du hast jetzt die Wahl. Also, ich glaube, dass du dir gerade was aus der Nase ziehst. Nein. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, sowas gesagt zu haben. Und wenn, dann scherzhaft. Aber ich glaube nicht mal das. Das kann sein. Aber du hast nee. Ich würde Peter. Ja, okay, dann nein. Dann nein. Mir egal. Gefällt mir. Mikkel will mich. Das habe ich vorhin gesagt. Ich will nicht in erster Linie.
Aber irgendwann, also ich vertraue der ganzen Sache, weil ich weiß, dass ich nicht Hitler bin. Irgendwann beide auf der roten Seite. Ja, ja. Okay, das hatten wir letzte Runde auch schon. Ja, nur, dass wir diesmal schon Fasso-Konfirmation. Moment, Jay, pass auf. Jay, das ist eigentlich gut. Der Vote, also nicht mit Ja-Stimmen. Die gehören zusammen. Ihr seid zwei Faschos halt. Dann müssten die beiden... Ich soll nicht mit Ja-Stimmen. Ja, guck mal, wenn du selbst doch liberal sind und Bram in die Scheiße geritten wird und ich der Vierte bin, ist doch klar, dass die sich jetzt gegenseitig wählen. Mikkel, ich könnte auch der Vierte sein, Dado. Hä? Warum dann Peter und nicht Jay? Weil ich ihn bisher sehr seriös fand. Also ich vote mit Nein bei Peter. Nicht gesagt, ja, ist doch okay. Ist. Kann ich auch verstehen. Ich würde Peter wählen, aber ihr seid auf jeden Fall in einem Team und ich weiß halt auch noch nicht 100%. Jay, willst, Sepp, willst du ja? Ich habe Nein gewählt. Jay, willst du ja? Ich möchte, dass Jay irgendjemand als Kanzler hat. Ich glaube, dass Dalu fast. Ich werde gleich eine Kanzlerwahl machen. Jay, willst du jetzt ja wählen soll? Ich überlege gerade... Jay, lass dich nicht bequatschen und lass vor allen Dingen nicht sagen, was du wählst, weil das könnte der Zündlein an der Waage sein. Ja, ich merke das nämlich schon. Also sag dem nicht, was du wählst, bevor du, also bevor umgedreht wird. Ohne ich werde nicht vorher sagen, was ich wähle, keine Angst. Ich würde nämlich immer noch nicht ausschließen, dass Peter ein richtig geiler Hitler ist. Weil wenn Bram, der gerade sagte, dass er Nein gewählt hat, wenn er nämlich jetzt ein Ja liegt, sind wir am Sack. Ja, aber, also das wäre, ich muss zugeben, das wäre eine fantastische, großartige schauspielerische Leistung von Dennis und mir, aber so gut sind wir leider nicht. Ah, fuck you! Die Sache, ich hab doch gesagt, wir, ja? Wer hat dir die ganzen Tags verkackt da? Die Sache hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, Christian, dass du und Peter auch nicht in einem Team sein müsst. Das habe ich, ja, vorhin ja schon mal gesagt. Ich habe euch die ganze Zeit in eine Schublade gesteckt. Das kommt jetzt drauf an, wenn Bram ein Ja gelegt hat, sind Peter und ich nicht in einem Team. Also, jetzt bin ich endverwirrt. Ich dachte die ganze Zeit tatsächlich, dass Peter, Christian, Dalu und ich die Liberalen sind. Das kann ja theoretisch wäre das auch möglich, aber ich persönlich glaube das nicht. Das kommt drauf an, wie jetzt bin ich endverwirrt. Warum shooten? Ja, das ist, ja, das, dann, Ich spann auf jetzt. Das würde aber bedeuten, ich hab dich nie bei mir im Team gesehen. Also im liberalen Team. Ich hab dich nie bei mir im Team gesehen. Okay. Okay, ich fand selbst ziemlich liberal, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Christian hat jetzt einen ganz anderen Stein angestoßen. Ja, aber also wenn wäre natürlich mega geil, wenn Christian jetzt noch Fasche wäre und mich voll verarscht. Das wäre mega geil. Pass auf, wenn bei Dennis Nein liegt, bist du für mich auf jeden Fall liberal. Wenn bei Dennis Ja liegt, bist du Hitler. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Musst du ja wissen, weil ich habe ja seine Fasche. Ich weiß, dass ich nicht Hitler bin und kein Fasche bin. Ja, ja, klar, aber ich habe seine Fasche gerade ja gesehen. Ja, hatte gewonnen. Ich vertraue Pera, ich könnte mir gut vorstellen, dass Mikkel aber ein Fascho ist, aber okay, er kann letztendlich nicht die... Alter, ich vertraue Peter, der nicht Hitler ist. Okay. Okay, Bram hat Nein gelegt. Peter ist liberal. Peter? Ich bin liberal, Leute. Okay. Nice. Nee, ich glaube einfach, dass er Hitler sein könnte und deswegen habe ich Nein gelegt. Ja, ist schon zu spät. Ja, Bram, das war nicht der Grund. Ja, sicher war das der Grund. Okay, interesting. Du weißt doch, wer Hitler ist. Okay. Woher soll ich das denn wissen? Einmal entschwitzt. Ach, lächerlich. Nix lächerlich. Vielleicht ist Bram auch selber Leute, können wir kurz noch die Wahl abwarten? Also ich bin hier am Verzweifeln. Was soll ich denn machen gegen zwei Leute? Können wir die Wahl lieber abwarten? Verzweifeln. Weiter verzweifeln. Peter hatte die Wahl. Er hatte die Wahl. So, Leute, jetzt haltet mal alle eure Fresse. Dennis, du bist Fascho. Nee. Der wollte sich natürlich nicht selbst ins Knie schießen. Oh, das ist für Dalu und Jay. Boah, und so, das ist aber ganz schön. Deswegen haben sie doch auch Nein geschlagen, weil der Hitler sein kann. Nee. Erwischt! Ja, dann haben wir jetzt aber ein Problem, Dalu. Dann hab ich jetzt auch ein Problem. Habe ich die ganze Zeit an die falsche Seite geglaubt. Dadurch, dass Mikkel hätte schießen können, hätte der natürlich eine blaue ablegen können, wenn er Fascho wäre. Ja, das hätte Mikkel auch zwei rote geben. Aber was ist, wenn er zwei blaue hatte? Nein, ich hätte auch zwei rote geben können. Nein, was ist, wenn du zwei blaue, eine rote gezogen hast? Hab ich aber nicht. Und du ihm die Wahl lassen musstest. Wer ist jetzt der letzte? Nee, musste ich also auch. Also so wie Mikkel gerade ausgerastet ist, klingt das schon ziemlich safe, muss ich sagen. Doch, sonst wäre das Spiel schon vorbei, mein Freund. Crazy. Nein, ist doch nicht so. Doch, wenn er jetzt... Klar, stimmt, doch. Du wärst gewählt worden. Ja. Also Bram, jetzt mal nicht übers Ziel hinausschießen, ja? Oh, aber Peter, also Mikkel habe ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann fehlt uns der letzte Liberale. Ja, ich. Was ist, wenn Mikkel zwei blaue gezogen hat? Dalu habe ich nicht. Okay, das war doch nur eine Frage.
sagen, gell? Das nein. Also, so wie der Mikkel reagiert hat, so von wegen, jetzt haltet mal alles schön die Fresse, bin ich ziemlich sicher, dass das eine liberale Aktion war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, glaube ich auch. Und von Peter ansonsten, auch. Sonst hätte Mikkel einfach viel zu einfach schießen können, also... Ich hätte es so einfach gehabt gerade. Hätte er ja nicht, wenn er zwei blaue gehabt hätte. Nee, das war doch aber klar. Wenn Peter auf der roten Seite ist, dann konnte der Mikkel nicht die Macht lassen, jemanden abzuschießen. Weil im Zweifel wird Peter oder Christian abgeschossen. Darf ich noch mal kurz was sagen? Und dann wären die Faschos wenn Peter eine rote gelegt hätte, dann hätte Mikkel ihn sofort getötet, oder? Ja, hätte er zumindest machen können. Wenn er das nicht getan hätte, dann wäre er. Ja, aber was wäre das für ein Beweis, wenn Christian vorher sagt, dass Peter liberal ist und dann schießt Mikkel ihn einfach ab? Wow! Ja, weil was erzählst du denn da? Das war doch alles Mikkel jetzt perfekt, Alter. Die Frau nicht da, Dalu. Was versuchst du da jetzt? Das läuft doch so gut für die Liberalen. Was versuchst du denn jetzt hier? Der Vote war perfekt. Aber dass Peter jetzt confirmed ist, ist damit doch nicht gemacht worden. Doch, natürlich ist der confirmed. Der hat Peter so gelebt, wie du. Peter, ja, aber Mikkel ist nicht. Der hätte locker rot legen können. Hättest du den auf. Nee, hättest du. Der Mikkel ist diese Runde jetzt eh komplett irrelevant. Jay muss kann nicht erscheinen. Und der kann weder Mikkel noch Peter sein. Stimmt, aber das liegt daran, dass halt Peter nicht trustworthy ist. Und Christian ist für mich auch noch aus zwei Runde leben können. Dann hätte er gesagt, so. Hallo, ja, und? Aber da wäre er rot gewesen. Nein, Sepp, wenn du liberal bist, bist du da nicht gegen. Ich habe Peter confirmed. Ja, ich weiß. Bram ist doch als Bram ist ich doch offensichtlich. Was? Traut Jay nicht mehr. Ja, aber Christian hat ja nur Sepp. Bram überführt. Läuft bei dir die Zeit ab oder was ist los, Sepp? Ja, aber Peter hat sich doch gerade confirmed. Nein, also, weil ich dürfte im Rückschluss weil Peter doch und Mikkel sind confirmed. Ich bin liberal. Die sind doch nicht drei Leute. Peter konnte gerade nicht rot legen. Ja, ist aber interessant. Okay, ich glaube, Sepp hat recht. Das ist mir egal. Peter konnte nicht rot legen, damit er tot ist. Ja, Dennis, aber mittlerweile könnte es genauso gut sein, dass Christian auf jeden Fall mehr Fasche ist. Kaum sein Fasche unter. Ja, aber was ist, wenn. Peter, jetzt lass dich. Alter, Peter, ich fang mich das von euch scheiße an. Christian hat die ganze Zeit liberal gespielt, ja? Und hat auch noch Bram die ganze Zeit confirmed. Da waren die ganze Zeit zusammen. Warum sagt. Bullshit. Ein Ziel würde es aber geben, das zu tun. Ja, wenn man Hitler ist. Nein, bin ich nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass. Ja, nein. Warum soll ich jetzt Sepp wählen? Nein, nicht mich wählen. Ich will Mikkel wählen. Kann ich nicht. Nein, er will das, wenn es noch weitergehen sollte. Das ist, glaube ich, die Aussage, die er getätigt hat. Du kannst nicht Mikkel wählen und auch nicht mich, wenn die Wahl nicht zustande kommt. Die Wahl muss doch zustande kommen. Jay will mich. Ich bin nicht Hitler. Ja, dann wähl mich. Oh Gott. Nee, wählt Sepp, Alter. Bram, möchtest du, dass Christian gewählt wird? Christian, oh Gott. Ich möchte das raus. Ich vertraue Christian auch. Ich bin nicht Hitler, Peter. Jay tötet bestimmt jemanden. Lass dir keine Ich glaube nicht, dass Sepp Hitler ist. Ich bin auf gar keinen Fall Hitler. Ja, aber Peter, pass auf, wenn Bram Faschist ist, dann bleiben doch da nicht mehr viele, wenn Mikkel und du liberal sind. Ja, das ist richtig. Aber ich, also... Also, das muss entweder... Das muss einer von denen da oben sein. Ich verstehe nicht, dass er nicht rotlegen konnte. Peter konnte nicht rotlegen. Doch, das verstehe ich. Aber wenn Peter nicht rotlegen konnte, ist Mikkel ja safe. Ich bin dafür, dass ihr Nein legt. Also wer noch liberal ist, würde sich da keine Flausen im Kopf sehen. Weil ich halt einfach nicht möchte. Und wen soll Sepp danach wählen? Dich oder was? Nee, den will ich nicht. Wer willst du denn, Sepp? Ich kann aber sonst keinen wählen. Jay, die müssen auf jeden Fall Ja stimmen, damit ich danach Peter oder Mikkel wählen kann. Auf jeden Fall. Nee, er hat ja recht. Ich will halt einfach nicht gleich, ich will gleich nicht in der Situation sein. Ich bin gleich das Arschloch, das einen erschießen darf. Ja, aber wehe, du erschießt mich, weil du mir sagst, ja, du hast eine rote gelegt, ich hab dir eine blaue gelegt. Ja, du. Das ist aber was komisch. Da ist jetzt, also zwischen den beiden ist was komisch jetzt. Ja, wir sind halt die Arschkrepel, die es jetzt ausbaden müssen. Ja, so ziemlich, das ist absolut korrekt. Wählt Nein. Hallo, was hast du denn? Wählt Ja, weil sonst können wir sowieso nicht. Ich habe Nein gewählt, weil ich dann der Meinung bin, dass da... Wie, sonst können wir sowieso nicht? Warum willst du jetzt gewählt werden plötzlich? Da stimmt was nicht bei den beiden. Das siehst du doch selbst. Ich wähle Ja, weil Sepp, glaube ich, nicht Hitler ist. Das könnte schwierig werden. Wieso wählst du jetzt alle Ja, obwohl ich Nein sage als Präsident? What the fuck? Ja, und? Heißt nicht, ja, und Jay? Ja, doch ich hab doch selbst als Fascho, hab ich doch die übelste Macht als Präsident. Also für mich ist warum will ich denn da Nein Jay haben, Peter? Und deswegen will ich nicht, dass einer. Überleg doch mal! Einfach. Du vertraust Sepp mehr? Ja, so wie der vorhin reagiert hat, vertraue ich dem sehr, ja. Ja, gut. Für mich ist Mikkel auf jeden Fall safe, halt gleich, aber Peter immer noch nicht. Ja, aber ja, vielleicht sollte man auch Nein legen, ich weiß es selber nicht. Was ist denn, wenn du danach machst? Was ist denn jetzt mal ganz
Bram muss ganz noch wählen. Dumm gerade schon zu spät. Ich muss doch wählen. Das ist eh schon zu spät, was Bram da macht oder was auch immer. Ja, was wäre denn, pass auf, wenn jetzt Feder, Christian und Sepp tatsächlich Faschos sind? Ich hab kann du nicht, hast weil doch gesagt, dass wir nein. Das geht nicht, Jay, das geht nicht, weil Mikkel dazwischen gegrätscht hätte. Ja. Der Quatsch, der hat sich auch, der hat ja genauso in die Irre. Ja, genau, Christian, ja, richtig, der hat sich. Nee, vielleicht hat sich aber Mikkel verwickeln lassen. Ich hab mich oder zwei blaue. Oh. Warum wollen denn plötzlich die Wahl immer haben, obwohl ich nein ich hab doch die ganze Zeit schon gesagt, dass du wieder verloren hast. Aber vielleicht hat Sepp mich auch hart verarscht. Jetzt bin ich froh. Also, Peter könnte echt gut sein, dass einer von denen da oben. Ja, aber dass die beiden da irgendwie nicht zusammengehören, ist doch wohl klar, jetzt go. Ja, also nein. Ich finde es super witzig, dass Bram überlegen muss. Ja, Der Faschist wäre das letzte. Das ist eigentlich schon eindeutig, dass ich ja schon nicht Hitler sein kann. Warum? Ja, das ist total eindeutig, dass ich plötzlich Peter nicht habe. Ja, sonst hätte Bram ja schon längst gelebt. Genau, ja, aber nein, vielleicht will Bram rausfinden, ob ein Liberaler überzeugt wurde, Ja zu wählen. Ob es sich lohnt jetzt, dass die Faschos alle Ja wählen. Versuchst du immer noch den Bram dazu? Na, ich mach doch genau das andere! Ich hab doch jetzt. Hast du das verstanden? Könnt ihr nicht einfach versuchen, euch gegenseitig wegzumachen? Wir warten einfach immer noch auf den Vote vom Fascho. Guck mal, Peter, was ich meine ist, wenn jetzt alle drei Faschos Ja wählen, müssen sie ja noch einen Liberalen auf die Seite kriegen, damit der Vote zustande kommt. Ja, aber die haben doch eher schon alle Ich hab doch schon gesagt, dass ich Ja gewählt habe. Bram, wenn du Fascho bist, wählst du Nein. Wenn du Liberal bist, wählst du Nein. Der wäre nicht schlecht. Ja, ja, ich hab Ja gewählt. Nein, wenn ich Liberal bin, will ich Nein. Ja, genau, das tust du jetzt. Eigentlich ist die Frage nur, ob Sepp Hitler ist oder nicht. Ich bin nicht Hitler. Ja, das gefällt. Moment, ja, halt nein, ich komm hab doch Jay, du hast wirklich Nein gelegt, oder? Ja, gut. Natürlich hab ich Nein gewählt. Ja, ich glaub nicht, dass der Hitler ist. Okay, hat sich eh erledigt. Drei Leute haben Ja gewählt. Ja. Das ist so dumm. Wer hat jetzt alles Ja gewählt? Ich hab Ja gewählt. Mikkel hat Ja gewählt. Und Bram. Oh, what the fuck. Bram hat Ja gewählt. Ich hab Ja gewählt. Ich glaub nicht, dass Sepp Hitler ist. Okay. Das glaube ich nämlich auch. Weil ich immer noch glaube, Grau und Rot zusammen in einem Team. Ja, liberal. Und Mikkel habt ihr auf eure Seite gezogen. In einem Team liberal-blau. Ja, aber in dem roten Team. Und Mikkel habt ihr auf die Seite gezogen mit dem. Oh, Jay ist nur liberal. Blaue legen. Wobei der keine rote legen konnte, weil sonst wäre Peter jetzt tot. Peter, ich frage mich, ist das nicht. Hitler hat doch auch eine Faschokarte, ne? Meinst du, Bram könnte auch Hitler sein? Ja, das glaube ich nicht. Dann kann es sein, dass er anfangen. Aber wäre er. Er hätte dann, als ich ihm die Wahl gelassen habe, hätte er blau. Ich weiß, dass ein Kollege von unserem Community TS öfters einen sehr aggressiven Hitler spielt. Vielleicht hat Bram das mal getestet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, spielt er häufiger mal unter euch aus? Naja, schon mal, aber schon länger nicht mehr. Aber ich weiß, dass es das gibt. Eben. Was haltet ihr davon, wenn ich Bram wähle? Weil nein. Ich nicht glaube, dass ich glaube, dass er Hitler ist. Und wenn er im Zweifel eine blaue bekommt. Aber der ist fast. Ja, aber da kriegt auf jeden Fall eine blaue. Eine rote mehr. Und der liegt auf keinen Fall eine blaue. Sepp, dafür rückst du für mich gerade absolut ins Fazit. Darf ich doch mal zu Ende ausreden? Ihr seid doch so Spackos. Es ist so geil. Sepp, ich kann ihn doch im Zweifel auch noch einfach töten. Von 10 Sekunden. Das ist die gleiche Situation, die Peter vorhin hatte. Von 10 Sekunden erzählt Jay, dass er einen sehr aggressiven Hitler kennt. Ich hab nur gefragt. Ich hab das nicht hingelegt. Ihr seid so blöd. Ich fand alle Nein gesagt. Ich fand den Vorschlag gar nicht so verkehrt. Ich frag euch. Und ihr flamed direkt. Peter und Sepp. Peter und Sepp. Peter und Sepp machen hier. Was ist, wenn Bram und Peter vielleicht so Faschos sind und sich gegenseitig flamen? Verstehe nicht, wieso Peter blind Sepp vertraut. Was heißt der blind Sepp? Nur weil er da zweimal Argumente geliefert hat. Ja, aber die Problematik ist, du bist bisher so krass liberal gespielt gewesen, dass du super gut Hitler sein könntest. Ich will nicht gewählt werden. Aber seit wann? Ja, dann könnte auch ein Hitler sagen. Ja, okay. Wählt mich. Ich bin Hitler. Ich werde weiterhin Jay spielen. Ich glaube auch. Warum willst du nicht gewählt werden? Ja, dann will mich. Weil, keine Ahnung, will mich. Weil ihr mir nicht glaubt. Fascho-Sepp. Was? Dann will ich will nicht gewählt werden, weil Sepp und ich nicht im selben Team sind. Nee, das ist. Ja, okay, das ist schwer. Von wem würdest du denn gerne. Welche Konstellation würdest du denn nochmal gerne hier sehen bei dem Spielfeld? Ja. Mikkel Peter, die geht aber nicht. Bis dazwischen nicht nochmal was passiert. Wir brauchen eine Sekundäroption. Ich finde da trotzdem seltsam jemanden. Also. Irgendwas muss passieren. Du hast eben gesagt, du bist auf jeden Fall im liberalen Team, Sepp. So, ja. Dann hast du Peter gesagt, der ist auch im liberalen Team. Und Peter knoppelt sich die ganze Zeit mit Bram und dann schlägst du vor, den in einem anderen Team zu wählen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, doch, aber das ergibt voll Sinn. Das ergibt voll Sinn. Ja, aber nee, wie denn? Nein, aber dann ist er 100% confirmed für mich. Natürlich geht das, Peter, weil, pass auf. Ich bin dafür, nicht Bram zu wählen. Ich habe gesagt, aggressiver Hitler. Pass auf, ich hab Bram wählen, wäre der größte Fehler.
Im Endeffekt hätte er doch nur eine Wahl im Endeffekt zwischen Blau und Rot. Legt er Rot, ist Selbstargumentation, tötet er ihn. Da bleibt aber immer noch die Wahl. Er könnte auch Blau legen, dann wird das Spiel gewonnen. Das wird er auf keinen Fall tun. Ja, natürlich, aber das ist ja auf jeden Fall tot. Pass auf, was? Ja, aber wir gewinnen im Zweifelsfall, wenn du jemanden nimmst, der Blau legen würde. Danach ist Mikkel einfach dran und dann wählt der Peter und dann ist einfach das Spiel vorbei. Ich habe wenn dann drei Rote kommen. Da können die jemand anders töten. Ich habe eine sichere Sache, wie wir als Liberale gewinnen können. Pass auf. Jetzt pass auf. Sepp wählt entweder Jay oder mich. Nee. Pass auf, pass auf. Wenn eine Rote kommt, muss er Brammen erschießen. Erschießt er nicht Bram, wissen wir schon mal zwei Faschos. Dann ist einer von euch. Ja, Dalu, und wieso ist Jay safe nicht Hitler? Da, ob er safe Hitler ist, weil aber er ist auf jeden Fall. Ja, du hast gerade gesagt, du hast eine safe Variante, wie die Liberalen können. Man muss ja auch mal riskieren. Ja. Das ist nicht safe. Also, das ist eine Hitler-Variante, die Hitler bevorzugen würde. Also Hitler würde bevorzugt Jay zu wählen. Ich trau Sepp und Peter nicht mehr. Wäre ich, glaube ich, schon ganz geil. Tut mir leid, diese Zweier-Konstellation ist mir scheißegal. Ja, schade. Dumm gelaufen, Jay. Dann verlässt du halt den liberalen Zweig. Ja, dann verlasse ich den liberalen Zweig. Ich möchte dir nur mal kurz für die Zuschauer darlegen. Wenn du Jay nicht nimmst, dann will ich. Wenn Rot kommt, der schießt Zuschauer darlegen. Wie Peter am Shooten ist ohne Ende, wa? Ja, das ist ja. Ja, Bram, du bist sowieso. Bram, du bist der Fascho vor dem Herrn. Du bist vielleicht der braunste Hitler, den jemals gab. Ich find's total schwierig. Danke, Mikkel, für deine Einschätzung. Wir geben ab, wieder Christian, in die Kommentatoren. Wie oft hat Christian die vergangenen Folgen schon richtig verarscht? Ja, das ist richtig krass, bis zum Also ich bin ehrlich, im Grunde... Moment, da war ich aber immer sehr ruhig. Dalu, Jay, einer, also... Sepp, da war ich aber immer ruhig. Die vier haben Faschopotenzial. Da hab ich nie so krass mein Maul aufgemacht wie gerade. Das stimmt. Also ich glaube, Christian Vertrauen. Ich glaube einfach, ich bewege Christian, oder? Du willst einfach nicht auf dich aufmerksam machen als Hitler. Weder gut noch böse. Du willst als Hitler einfach unterm Radar bleiben und nicht irgendwie von irgendwem. Jay, was sagst du? So, du hast so. Jay hat so schnell keine Kommentare. Keine Kommentare zu ja, der doch, Wahl. Sie dürfen Kommentare ja, sagen. Also kannst du das ja nicht verbieten. Ja, gut, dann lass es halt. Dann hättest du wohl gerne, hatte keine Jay, Kommentare. Nein, willst du noch die Jay, warum hast du so schnell gewählt? Das frage ich mir auch. Ist. Da können wir danach sehen, wer ja, genau. was ist. Peter, die dürfte klar sein. Nein, du kannst ja dann nichts sehen. Jay, sag doch mal bitte. Ich würde gern, bevor ich eventuell sterbe, noch was sagen. Weil ich mich entschieden habe. Oh ja, deswegen. Also Peter. Wenn ich eine rote lege, kann Sepp sofort die Kugel auf mich machen. Wenn er das sehr schnell tut, nee, ohne dass ich mich erklären kann. Mach ich nicht. Okay. Vielleicht erschießt er auch einen anderen Liberalen. Wenn du eine blaue hast, dann Faschow werde ich dich noch ausreden lassen, aber dich dann trotzdem töten, weil du hast eine blaue. Das ist doch kacke. Peter. Ja, okay, das Mikkel. Ist klar, aber eine blaue werde ich nicht wegkriegen. So. Ja. Oh, kacke. Und allein so, schon, dass Christian so unter zwei jetzt gerade gesagt hat, hey, ich will nicht gleich sterben. Jay hat, also egal, wenn die Faschos also jetzt gewinnen, weil Christian Hitler ist, dann Hitler. Einfach GGWP verdient. Ja, genau. Fertig. Jay hat instant gewählt, ich weiß ja, nicht, was das bedeutet. Das, also Jay ist auf jeden Fall dagegen. GGWP. Oh ja, wenn Christian jetzt als Fascho gewinnt. So? Weißt du, was ist das für eine Argumentation? Das ist keine Argumentation. Ja, wir kommen nicht anders voran. Das ist die wahrscheinlichste Art und Weise, wo ich glaube, dass wir das hinbekommen könnten, als Liberale zu gewinnen. Mikkel, wieso hast du dagegen gestimmt? Ja, oh. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Sind das, die Leute? Warte. Bram? Wer hat denn gerade Nein gewählt? Mikkel, Jay und Bram. Mikkel, Jay und Bram. Ich bin nicht Hitler. Okay. What the fuck? Mikkel, Jay und Bram. Okay, gut. Nein. Warum Mikkel? Weil es war verdächtig für mich, ganz ehrlich. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass Sepp nicht koscher ist. Komm, Sepp, wir beenden jetzt das Spiel. Ja, ich hoffe doch, wenn ich jetzt eine blaue hier ziehe. Bitte, beende es einfach. Du darfst auch gar nichts sagen dabei. Du darfst auch gar nichts sagen, was du da schon gesehen hast. Ich hatte die sowieso noch nicht gesehen. Was passiert? Es rappelt in der Kiste. Jene Mene weg. Und wir haben gewonnen. Christian, jawoll! Das war's nicht du, oder Jay? Oh Mann, Jay! Oh Mikkel, was hast du getan? Wieso war doch alles ich super? Ich kam nicht auf dich, Jay. Ich habe eine falsche Entscheidung. Ja, natürlich, ich musste mich ja decken. Bram war ja offensichtlich. Aber ich kam nicht darauf, dass du es bist. Warum hast du denn Dalu nicht gewählt als Bresi? Was? Weil das offensichtlich ist und die Leute schon gegen sind. Ja, sicher. Nee. Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so. Hundertprozentig war das sicher. Einer hätte bestimmt. Ich hätte auch gedacht, dass Jay Hitler ist. Ich hätte gedacht, wenn Jay einfach Dalu gewählt hätte als Presi warst, dann dachte ich mir so, ja, jetzt haben wir gewonnen, weil Mikkel Dalu vertraut hätte.
Ich muss mir jetzt den Schuh abziehen. Du hast einfach das schlechteste Schauspiel deines Lebens gemacht. Von wegen, ja, Peter hat wieder zwei rote gelegt. Ich glaube schon, dass noch einer Ja gewählt hätte. Ganz ehrlich, wenn Dalu gewählt worden wäre, hätte glaube ich auch das andere Ja gesagt. Weil das Gedächtnis war, Jay ist Hitler. Hä, was? Ja, das dachte doch eigentlich fast jeder an Tippisch oder nicht, zwischenzeitlich. Also wenn... Also ich wenn war unsicher, ich konnte gar nichts sagen, wer Hitler ist. Entscheiden müsste, hätte ich gesagt, Jay ist Hitler und nicht Dalu. Wenn aus meiner Sicht... Also Hitler wusste ich auch nicht. Ich dachte mir, Bram, also Bram war ich nicht sicher. Aber ihr drei in einem Team seid. Dalu war ich mir auch ziemlich sicher. Ich war ja relativ nicht früher. Chris und Jay wusste ich nicht. Ich dachte, Sepp und Bram sind meine Leute. Sepp hat gut reagiert, ich habe dich direkt so verstanden. Gerade in der... Also Dalu, du hast übrigens gerade die letzte ziemlich versaut mit deinem Jahr, ne? Ja, natürlich. Nein machen müssen, also wäre einfach wieder weiter. Ja, aber pass auf. Und dann hätten Mikkel und Peter nicht weiterwählen können. Ja, aber dann wäre auch Scheißabend gewesen für mich. War aber also wenn Sepp, er Nein wählt. Für mich war Sepp mein Mitspieler mit Bram und nicht du. Und für mich war auf jeden Fall Sepp mein Mitspieler. Und wenn er dann sagt... Ich hab doch die ganze Zeit mit dir gesagt, wen soll ich wählen, Dalu? Ja, aber du hast die wir sind doch Buddies. Ich hätte ja, natürlich, weil ich zweimal blau legen musste. Für mich war es jetzt so, dass Sepp... ich hatte in der ersten, habe ich die Wahl bekommen, und habe ich die Wahl gelassen. Und einmal habe ich zwei blaue bekommen. Ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit, also, was zu machen, Bram. Nee. Du hast die Möglichkeit gehabt und die hast du voll ins Wasser geschissen. Du hättest gerade einfach Dalu wählen müssen. Also Jay hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, muss ich sagen. Also, was soll ich denn machen? Er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ja, hypothetisch... Okay, ich hätte das Spiel halt dann voll in die Scheiße reißen. Also Dalu hätte ich auf jeden Fall nicht gewählt. Nur mal so am Rande. Hey, das war für die Faschos aber auch ein schwieriges Spiel mit dem Anfang, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das war echt schwer mit Bram in einem Team zu spielen. Und mit, weißt du, so letzte Runde hat das versaut, diese Runde hat das versaut. Nee, deswegen meine ich gar nicht, das ist generell ein schweres Spiel gewesen. Direkt am Anfang quasi zwei gegeneinander und dann auch noch Christian auf meiner Seite, das ist schwierig. Es war auch kacke, dass ich als letztes dran kam. Also Hitler als letztes. Das ist halt Hitler immer scheiße. Deswegen sage ich ja, in der letzten Runde war es ja auch so, dass Hitler relativ früh sich quasi konfirmen konnte. Das ist immer gut. Ich finde das schön, dass Dalu dachte. Ich dachte, du bist das. Deswegen dachte ich, okay, dann wähl mal Christian. Ich dachte, gib ihm immer zwei rote, knall einen ab, ist doch alles gut. Ja, Dalu hat ja auch immer gesagt, ja, so Sepp und Jay. So, was? Wieso hat der mal Sepp und Jay gemeint? Und naja. Aber wäre schwierig gewesen, Dalu, wen hätte der denn? Wenn er dann einfach einen erschossen hätte. Mikkel hätte ich dann. Also, wenn Sepp Fascho gewesen wäre, hätte ich dann Mikkel erschossen, weil Peter wäre viel zu offensichtlich gewesen. Ja, genau. Aber selbst wenn er Mikkel getötet hätte, dann wären wir hier schon mal 3-3 am Tisch gewesen. Ja, wäre doch gut. Das stimmt. Was eine Folge. War doch eine lustige Runde. Eine krasse Folge, ja. War geil, war schwer. Jetzt gibt es erstmal wieder eine Pause mit Secret Hit. Jetzt machen wir TDT danach. Da geht das besser. Da kann jeder selber schießen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.